Hallo und herzlich willkommen zurück bei Ghost Recon Wildlands. So, jetzt müssen wir mal langsam die Mission auf die Kette kriegen, oder? Was sagt ihr? So. Gehen wir gleich wieder zum Truck hin. Denn das war ja eigentlich gar nicht mal so schlecht, wie wir da hingekommen sind. Oh, seht. Man weiß nicht, wie man es einschalten soll, gell? Weil jetzt geht es rein theoretisch von der Helligkeit her. Ja, müsste gehen. So, betreten Sie das Depot, ohne entdeckt zu werden. Das wissen wir. Schauen wir mal. Also wird es wieder eine sehr ruhige Folge. Ja, voller Konzentration und Misserfolgen. Und dann kriegen wir es doch hin. Hier sind Tangos, ziemlich nah. Da ist ein Sicario. Da, beim Truck. Ja, den nehmen wir auch. So, jetzt muss ich aber das Nachtsicht mitnehmen. So. Die Blitze sind halt ein bisschen extrem. So, warte mal. Ich fange mal hier an mit der Drohne. Weil wir haben ja hier vorne diesen einen. Da ist er. Und da haben wir den zweiten. Verstanden. Unterwegs. Suche bessere Schusslinie. So. Huch. Roger, Ziel markiert. Ziele sind markiert, einer zumindest. Haben drittes Ziel. Ziel erfasst. Bin bereit. Ziel verloren. Ich habe hier ein Ziel mit Maschinenpistole. Suche eine bessere Schusslinie. Hab das Ziel. Passt auf, mit dem die haben meine Alarmsicherung. Markiere Feind. So, hier ist noch der Alarm, genau. So. Die Nummer 2 stört mich ein kleines bisschen. Ein bisschen weiter von der Seite jetzt hat. Tango auf die Ziele. Da sind überall Zivilisten. Locker bleiben. Alles ist gut. Okay. Die Hammer. Gehen wir mal rein da in den LKW und fahren schon mal vor. Anschneiden, Leute. Vorwärts, ich bin hinter dir. So, dasselbe Spiel, wie es beim letzten Mal war. So. Okay, ich leg mich mal hierher. Und lasse mal die Drohne hoch. Hier ist ein Generator, sollen wir mal den Strom abstellen? Das wäre halt auch. Ist, wo hänge ich denn da? Achso. Ich muss auf jeden Fall den Alarm nochmal ausmachen. Achtung, Narko mit Maschinenpistole. Dicht beim Truck. Sieht nach Fahrplänen und Schmuggelrouten durch die Provinz aus. Das ist, wonach wir suchen.
Ich sehe einen Hauptmann. So, da kommt gerade einer. Beim Alarm. Ein Unidad-Vogel, aufpassen. Da ist er. Das wäre jetzt nicht so gut, wenn wir die erwischen. Da ist einer mit Maschinenpistolen. Wie? Da ist der. So, jetzt haben wir in dem Gebäude alle markiert. Das sind 4 Leute. Geh in Position. Den nehmen wir auf jeden Fall mit. Ich hab das Ziel. Tango getötet. So. Zeit ist keine Verstärkung zu erwarten. Der Alarm ist aus. Regenerator. Ich glaube, ich werde den mal ausmachen. Werden Sie aufgeschreckt? So, wer kommt da? Ich hoffe, nicht einer von euch. Oh, vielleicht haben wir Glück und die beiden. Position. Lass mich in Position. Unidad-Vogel, aufpassen. Ziel erfasst. Bin bereit. Okay. Ziel markiert. Mein Ziel ist weg. Ja, weil er durchs Gebäude geht, ne? Hab das Ziel. Erledigt. Okay. Oh nein. Er hier ist alarmiert. Geh in Position. Ziel markiert. Feind am Boden. Das war gut. Ich glaube, jetzt haben wir's. Weil der Hauptmann, der liegt im Bettchen und schlummert, glaube ich. So. Geht gerade nicht. Geh in Position. Sieh doch eine bessere Schüsse in der Position. Ich sehe das Ziel. Das Ziel ist weg. Carnal, la neta, yo también. Esto está de la chingada.
Ja, wir haben's. Wir haben's. Oh, Gott sei Dank. Wir haben die Fotos, die wir brauchen. Raus hier. So. Das war richtig gut, war das. Und weg. Geschafft. Es gab keinen Alarm. Ich sende die Daten jetzt an Bowman. Damit erfahren wir bestimmt einiges über Kuanis Vertriebsnetz. Nee, top. Okay, alles sauber. Das war gut. Und ich reise mal eben zum Safe House. Sehr, sehr gut. So. Gott sei Dank, haben wir es geschafft. So, dann rein theoretisch wäre jetzt hier noch eine Hauptmission mit bei. Die wurde aber jetzt noch gar nicht irgendwie aktiviert. Wundert mich ein bisschen. Aber nichtsdestotrotz, wir haben es geschafft. Richtig klasse. Wir gehen mal ein bisschen raus aus der Karte. Wo müssen wir denn hin? Wir haben noch hier dieses kleine Gebiet und dieses Gebiet. Das sind 6 Einsätze. Hier haben wir 5 Einsätze. Ja, das ist diese bescheidene einzelne Mission mit Watchman. So, Schmuggel. Ja, krass. Dann würde ich sagen, gehen wir hier in diesen Bereich. Dann wollen wir nochmal gucken, wie wir da am geschicktesten hinkommen. Weil ansonsten würde ich nochmal... Wir machen nochmal eine Schnellreise zu diesem Safe House und dann fahren wir gemütlich über die Grenze ins neue Gebiet, in den neuen Kartenabschnitt und dann schauen wir, was uns da erwartet. Ja, also ich muss ganz ehrlich sagen, die Geschichte mit Elgato, mit den ganzen, wie sie die Drogen wohin bringen, sei es durch Attrappen einer schwangeren Frau, aber das Krasseste halt mit den Brustimplantaten oder die schlucken die ganzen Drogenpäckchen und dann so als Kurier durchzugehen. Oder es wird den einen... Bowman, ich habe einen Auftrag für Sie. Worum geht's? Die Daten aus dem Truck-Depot haben sich als Volltreffer erwiesen. Lieferpläne, Konvoirouten, das volle Programm. Laut Plan steht wieder ein Konvoi vor der Abfahrt, ein großer. Wir reden von über 4 Tonnen Stoff, der in den Trucks versteckt ist. Ich schicke Ihnen die Daten. Jetzt kommt die Mission doch noch. Verstanden, wir überprüfen das. Okay, jetzt kommt die Mission ja doch noch. Lass mal sehen. Da ist der Konvoi. Wir haben von einer großen Kokainlieferung für Brasilien erfahren. Sorgen Sie dafür, dass der Konvoi niemals die Grenze erreicht. Na, okay. Dann auf die Bar mit Marzipan. Wir nehmen den Heli. Ja, machen wir die Mission doch noch. Ist ja schön, dass sie noch auftaucht. Richtig gut. Ich bin der Pilot. Ich bin bereit. Zerstören wir die Kokainlieferung, jawohl. Wie fahren die denn? Die fahren da drüben.
explodiert. Alter, ist doch nicht dein Ernst hier. Hat der Heli Waffen? Wie fährt denn der Konvoi? Oh, der fährt, glaube ich, wenn wir Glück haben, fährt er hier lang. Aber ich würde nicht drauf wetten. Da ist noch ein Tango und das macht drei. Das war scheiße knapp. Unidad-Soldaten auf der Straße. Sieht nach Verkehrskontrolle aus. Ich nehme das Motorrad. Na los, bin gleich bei dir. Wir können weiter. In der Nähe treiben. So, wie fahrt ihr? Wie fahrt ihr? Ihr fahrt hier runter, gell? Ja, ihr fahrt hier runter. So, ganz kurz, ich brauche... wo haben wir das denn mit den Granaten und so weiter? Nee, Fallschirm. Objekte. C4. Hier laufen Gegner rum. Granate kommt. Fuck. Komme mierda, culeros. Greife an. Ach Gott, scheiße, das war ja mal gar nichts. Da fährt er einfach auf mich drauf. Danke. Tango markiert, aber das ist auch ein Zivilist. Der Leutnant flieht. Ja, lief doch eigentlich doch recht gut. Feuer frei, jagt alles in die Luft. Granate fliegt. Konvoi zerstört. Das ist ein empfindlicher Verlust für das Kartell. Granate fliegt, nehmt das. Sehr gut. Lief doch besser als gedacht dann. Trotz Umfallen. So, wie war denn das jetzt hier mit den... Ach nee, Quatsch, was ist das denn? Das ist ja Käse. Was ist mit der Landroute? Die Daten aus dem Truck-Depot ermöglichen es uns, die gesamte Operation von vorn bis hinten zu erfassen. Sobald wir alles haben, wenden wir uns an die Strafverfolgungsbehörden und koordinieren Apparatien. Das wird ein Desaster für das Kartell. Für die Einheimischen auch. Santa Blanca gibt durch die Transporte vielen Menschen Arbeit. Ist nicht mein Bier. Wenn Sie Leuten Arbeit geben wollen, gehen Sie zur Entwicklungshilfe. Ich denke drüber nach. Nomad Ende. Ach Gott, das sind auch Sprüche, ne? Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Okay, so, da haben wir die Tanke neu, dies, jenes. Wir wollten hierher. Da reisen wir jetzt auch zurück und gehen dann ins neue Gebiet rein. Dann haben wir jetzt auch alle Missionen dort erledigt. Voll gut. Also alle Hauptmissionen, Story-Missionen. Die Nebenmissionen lasse ich mal außer Acht so ein bisschen. Genau, obwohl man ja eigentlich Punkte bräuchte, um weiterzukommen. Und,
Ja, genau. Eine kurze Info, weil ich gerade nebenbei einen Kommentar gelesen habe. Nicht wundern, falls manche Folgen anfangs immer eine schlechte Auflösung haben. Gerade die gestrige Folge musste ich ein bisschen eher veröffentlichen. SD ist dann schon verarbeitet und dann kommt die Verarbeitung im Hintergrund auf HD beziehungsweise 4K, je nachdem. Und dann läuft das ein bisschen. Nur die Verarbeitung dauert immer ein bisschen bei YouTube. Moment, ja, die kann immer so zwischen, ja, 2 und 5, 6 Stunden dauern, bis die Verarbeitung besser ist. Genau, also da bitte ich ein bisschen um Verständnis. Genau. So, das einmal dazu, weil ich gerade den Kommentar gelesen habe, parallel. Ich drücke schon wieder den falschen Knopf. Wir fahren jetzt hier über die Grenze. So, ich muss einmal hier runterfahren. So. Ach Gott, scheiße. Ich lege an. Bereit machen. Okay. Alter, Finne. Das darf doch wohl nicht wahr sein. Was ist denn jetzt hier nicht richtig? Keine Sorge, ich bin unterwegs. Verdammt, das war knapp. Der sieht uns nicht. Der sieht uns nicht. Doch, er sieht uns. Huch. Ach du Schande. Lauft, Leute. Lauft einfach. Lauft einfach über die Grenze. Zu Fuß. Hier drüben. Mann, sind die schlampig. Ja, wir sind aber auch gerade nicht so sauber, ne? So. Da wäre quasi schon eine erste Nebenmission wieder, wahrscheinlich. Lass mal kurz gucken, wo sind wir? Ja, wir sind schon drüben. Fliegt. Bowman, wir sind jetzt in Morokoyo. Die schaffen da einen Arsch voll Kokain durch. Das ist ein Transitpunkt. Von Morokoyo geht es nach Koani und Remanzo weiter. Und wer kontrolliert das? Keine Ahnung, aber ich weiß, wo das Kokain ist. Vernichten Sie den Vorrat, dann kommt der zuständige Buchon, um seine Leute anzuscheißen. Und dann nageln wir ihn fest. Wie ein Brett. An die Arbeit. Du hast keine Ahnung, wozu ich fähig bin. Das gehört auch noch zu Reed, okay? Nicht bezahlt, Cabron. Ich rede. Nee, neuer Einsatz da. Östlicher Kokainlager. Da haben wir östliches Kokainlager. Bäm. Da haben wir schon mal die ganzen Fertigkeitspunkte. Feindaktivität. So, neuer Einsatz. Was haben wir hier? Das wäre hier, okay. Da. Das ist der Nebeneinsatz. Und hier haben wir schon 3 neue. Das sind die 3 Kokainlager, die wir zerstören müssen. Okay. Okay. Aber ich würde jetzt gegen Ende nochmal geschwind hier diese Geschichte hier machen. Ich habe hier eine Kartellsendestation. Wir sollten die Tür aufbrechen und das Kontrollterminal schrotten. So machen wir das. Nee, Marganet. Zurück mit dir, sie werden dich sehen. Ach, aber Quatsch. Wer will mich denn da sehen? Die sind alle hier in dem Gebäude drin. Ah, da war es C4.
C4. So. Ladung ist scharf, in Position. Einmal da. Und einmal da. Hab das C4 scharf. Unidad-Vogel im Anmarsch, unten bleiben. Ja, das wäre super nett. Ah, geht, mach, komm bitte, nein! Ah. Es wäre zu schön, um wahr zu sein. Ach, kommt, Leute. Eine Minute habt's ihr. Ja, das sieht gut auf der Minimap aus, wird weniger. Jetzt darf gerne mal einer zu mir kommen. Komm, dreh dich um. Heil mich. Jetzt, ja. Hallo. Ich lieg hier am Boden. Ah, okay, perfekt. Sehr gut. Das ist Teamwork. So muss es sein. Verschwende keine Zeit. Wir müssen weiter. Das Loch im Funknetz des Kartells gibt den Rebellen Grund, mutiger zu werden. Sehr gut. Wunderbar. Wir gehen auf die Karte. So, wir sind hier drüben. Lass uns das auch noch mitnehmen und dann rein in die... Wie weit ist denn das? 300 Meter. Komm, nimm die Karre hier. Und fahren wir da hoch. Alles gut, fahr los. So, einmal kurz schwenken. Da hoch wollen wir. Ja. Hier ist ein Grenzübergang. Mit dem Posten, wo wir hinwollen. Hab einen Unidad-Soldaten. Ich sehe niemanden. Neben dem Checkpoint. Da bist du. Hey, hier ist ein Santa Blanca Orden. Ist ein schönes Souvenir. So. Alles sauber hier. Wir setzen eine Markierung, damit die Rebellen den Nachschub holen. Und die Waffenteile. Sehr schön. Aber der ist auch. Und da unten noch die Sanitätsmaterial. Medikamente. So, jetzt müssen wir mal gucken, wo ist denn hier ein Safehouse? Irgendwie ist da keins, gell? Dann fahren wir da eben noch hin. Das ist 500 Meter da lang. Wir nehmen das Geländeauto. Obwohl, der andere wäre schöner, gell? Ich habe hier ein Ziel mit Maschinenpistole. Hey, Sniper auf dem Dach. Da war ein Sniper.
So, da ist noch einer, müsste da sein. Karen, ich habe nichts über Antonios Lager oder seine Transitpunkte erfahren und wäre froh, wenn du mich nicht mehr nach Morrocoyo schicken würdest. Immer wenn ich den Bastard sehe, zieht er eine Line mit mir durch, die so groß wie ein Baguette ist. Dafür habe ich zu wenig Körpermasse. Wenn ich so weitermache, werde ich genauso paranoid und verschwitzt wie dieses Arschloch. Wusstest du, dass Antonio seine Frau in aller Öffentlichkeit schlägt? Der hat sich überhaupt nicht im Griff. Und der Stoff macht ihn so paranoid, dass ich nicht glaube, dass wir das Lager jemals finden. Zumindest Augen auf, es sind Gegner in der Nähe. Wenn die aufhören würden, uns das scheiß Budget zu kürzen und wir das nötige Personal hätten, könnten wir den Typ überwachen. Elektronisch, per Satellit, das volle Programm. Antonio ist eine ganz schön harte Nuss. Auf normalem Weg. Die werden dich sehen, warte. Geknackt. Das ist eine verdammte Sackgasse. Sieht aus, als hätten wir sie aufgeschrieben. Schieße! Okay. Geschafft. Alle noch ganz? Hi, Ketal. So. Sie haben viele Blinklichter und Knöpfe hier drin. Bereit, dreh auf. Da wäre auch schon das erste Lager, ne? Was wir zerstören könnten. Ich würde aber gerne erstmal ein Safehouse besuchen. Ich gehe mal davon aus, wenn ich jetzt hier geradeaus durchfliege, wird da eins sein. Oder auch nicht. Nee. Scharfschütze. Oh, schöne Scheiße. Die sehen uns. Hier ist irgendwie alles, wo man uns gleich sehen könnte. Ach, jetzt steht sogar da, was für Waffen wir da kriegen. Bis hier jetzt erst nach 76 Folgen. Auch nicht schlecht. Wo hätten wir denn da ein Safehouse? Das wäre jetzt echt mal interessant. Ja, irgendwie hier nicht, ne? Obwohl das hier? Weil das wäre so stumpf in der Mitte. Man könnte meinen, das wäre ein Safehouse. Nee, ist es aber nicht. Das ist dieser Ort hier. Da ist auch wieder so eine Nebenmission dabei. Nochmal eine Nebenmission. Sieht cool aus mit dem Felsen. So. Eine riesen Trafostation.
Sehe Kartellschützen mit schwerem MG. Da, im Hauptquartier. Setze Drohne ein. Ich sehe noch einen Tango. Ich sehe einen Scharfschützen. Geh in Position. Suche eine gute Position. Shit, ich muss die Position wechseln. Ziel markiert. Ziel erfasst. Bereit, auf deinen Befehl. Er ist tot. Ich habe zwei Sicarios. Die Koka-Lieferung, da vorne. Wir haben noch ein Depot, voll mit weißem Pulver. Wer möchte viele Junkies unglücklich machen? Hab noch einen, macht fünf. Sehe einen Generator. Schalten wir das Licht aus. So. Der Alarm ist aus, es wird keine Verstärkung einfliegen. Die haben ihren Amigo gefunden, Mist. Die Ladung ist scharf. Ihr Leutnant verpisst sich. Scharfschütze, runter mit dir. Okay, bin unterwegs. Ich brauche eine bessere Position. Verstanden, unterwegs. Roger, Ziel erfasst. Ich hab das Ziel. Granate, Granate! Fuck, Greifer. Granate, Vorsicht! Ist die Waffenkiste? Ja, mal schon mal. Passt gut zu meinen Stiefeln. Mist, Scharfschütze! Die Granate her. Ladung ist scharf, in Position. Das C4 scharf. Ziel zerstört. Verschwinden wir. Bald können Sie den Scheiß irgendwo mehr verstecken. Ich sehe eine montierte Waffe. So. Granate, Granate! So, dann haben wir das auch. Sehr schön. War jetzt nicht optimal, ne? So, wo ist denn aber hier ein Safehouse? Das wäre jetzt übelst gut. Ich fahre. Der
Vielleicht finden wir ja noch eins, wenn wir jetzt da hochfliegen. Okay, wir können. Ah, warte mal. Ganz anders. Wir fliegen erstmal hierher, weil hier ist ein Helikopter. Und ich glaube, das ist eine Nebenmission. Der Leutnant haut ab. Wer hat Lust, einen Heli zu klauen? Der da ist dran voll mit Zeug, dass die Rebellen. Ach komm. Das ist doch jetzt nicht wahr. Granate, los, los, los! Aber weg hier! Nee, ist nicht gerade meine Zeit irgendwie. So. Nebeneinsatz gescheitert, ja, gut. Geschenkt erst einmal. Katastrophe. Schon mal die Orden. Wie viel haben wir hier? 2 Stück. So. Ach, da waren wir doch schon. Okay. Ja, hilft nichts. Ich möchte gerne zum Folgenende kommen. Ich reise nochmal zurück zu diesem Point, Safe House. Weil da ist es gerade schwierig, da einen Safe Point zu finden, gell? Dann kann ich die Folge gleich für. Ja. Für Samstag machen, also heute. Genau, weil ich habe heute Freitag. Ja. Und am Samstag in Vormittag werde ich dann noch ein bisschen Far Cry. Pardon. Und 7 Days to Die natürlich noch vorbereiten. Weil die fehlen mir noch. Genau. Ja, das Wochenende ist quasi im Zeichen des Aufnehmens. Genau. Alles klar. Ich bedanke mich bei euch recht herzlich fürs Zuschauen. Würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal wieder mit dabei seid bei Ghost Recon Wildlands. Ciao, macht's gut.